Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das habe ich jetzt seit knapp 2 Monaten nicht mehr gesagt. Ja, ich habe, glaube ich, vor ungefähr 7 Wochen zuletzt ein Video gedreht. Also wir werden sehen, ob ich das noch kann. Es ist der, glaube ich, 27. September, 12:30 oder so. Und ja, in den letzten Wochen hat sich einiges geändert. Also eben, ich habe seit 7 Wochen ungefähr kein Video mehr gedreht. Ich komme allgemein in den letzten 7 Wochen gefühlt zu nichts. Ich komme nicht zum Lesen, ich komme nicht zum Schreiben, ich komme nicht zum Drehen, ich komme nicht zum Schneiden. Ja. Aber das ist okay, weil ich habe vor eben, glaube ich, 7 Wochen, sind es schon 7 Wochen? Glaube schon, meine Ausbildung zur Buchhändlerin angefangen und ich lieb's. Also als ich angefangen habe, war ich dermaßen nervös und ich hatte richtig Angst, dass es doch nicht das Richtige ist, dass ich nicht gut genug bin, dass ich keine Ahnung, die schlimmsten Szenarien hat mir mein Gehirn vorgegaukelt, aber ich liebe diesen Beruf wirklich. Und ich finde auch den Betrieb, in dem ich arbeite, unglaublich toll und die Leute dort sind mega toll und nett und ja, also ja. Ich liebe meine Ausbildung sehr. Und ich habe vor 6 Wochen, glaube ich, meine Haare wieder selbst geschnitten. Sie sind ein bisschen kürzer geworden, als ich geplant habe. Also als ich sie geschnitten habe, waren sie, glaube ich, so bis hier. Aber nach anfänglichen Startschwierigkeiten finde ich sie nicht mehr zu kurz, sondern genau richtig. Und ja, jetzt ist eben der 27. September und heute ist der erste Tag von meinen Ferien und ich habe Grund zur Annahme, dass das eine der besten Wochen überhaupt wird, weil wenn ich euch sage, was alles für Bücher nächste Woche rauskommen, ne? Und ich habe auch so viele Bücher hier, die ich noch lesen kann, weil ich halt in den letzten 7 Wochen gefühlt gar nicht zum Lesen gekommen bin. Es kann auch sein, dass ich in den letzten 7 Wochen in einer Leseflaute war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein. Es kann sein, dass es eine Leseflaute war. Es kann sein, dass ich einfach gefühlt für gar nichts Zeit habe. Aber ja, jetzt habe ich Ferien und ich freue mich so auf diese Bücher. Und ja, da ich kein Sarah hat gelesen August gemacht habe, würde ich sagen, ich mache eine kurze Zusammenfassung von den letzten 7 Wochen, was Buchiges so alles passiert ist. Also ausführlich über die Bücher werde ich dann im Sarah hat gelesen August und September. Wie habe ich den Satz angefangen? Ich werde einfach ausführlich in einem anderen Video über die Bücher reden, die ich gelesen habe. Das erste Buch, das ich gelesen habe, ist hier oben. Und zwar, ne, ich will es eigentlich nicht rausnehmen, weil da muss ich es. Nein, ich nehme es jetzt nicht raus. Love Letter von Brittany C. Sherry und Candy Steiner. Das ist so eine Gedichtensammlung. Und falls ihr es noch nicht wisst, ich liebe Brittany C. Sherry. Und ich liebe auch dieses Buch, weil die Gedichte da drin sind einfach so schön. Und dann habe ich A History of Us erst auf den zweiten Blick gelesen. Das ist der zweite Teil zu History of Us vom ersten Moment an. Und ich habe dieses Buch geliebt. Eben mehr dazu dann im Sarah hat gelesen. August, September. Und dann mache ich eine Ausbildung zur Buchhändlerin, ne? Ist nicht schwer herauszufinden, dass ich für die Schule Bücher lesen muss. Und da habe ich Junger Mann von Wolf Haas gelesen. Und ja, war jetzt nicht so meins. Also ich fand das Buch echt nicht gut. Aber dazu eben auch mehr im anderen Video. Und das nächste Buch, das ich für die Schule lesen muss, ist Pieta von Markus Günther. Wir müssen einen Coming-of-Age-Roman lesen, also so als Gruppenarbeit, und dann über das Buch einen Podcast führen und ja. Und dann irgendwann im September, nein, nicht September. September ist bald rum, Sarah. Ich glaube, November müssen wir Der Besuch der alten Dame von Dürrenmatt lesen und ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht schon für die Matur gelesen habe. Aber ich glaube, ich habe es nicht für die Matur gelesen. Nee, ich habe 5 andere Klassiker für die Matur gelesen. Ja. Also ja, das sind so die Bücher, die ich für die Schule gelesen habe und noch lesen muss. Und jetzt gerade bin ich an einem Buch und oh mein Gott, ich habe mich so auf dieses Buch gefreut. Und zwar plötzlich Rebelle von Julien Kagawa. Das ist das Spin-off zum Spin-off, weil es gibt ja die Hauptreihe Plötzlich Fee und dann das Spin-off zu Plötzlich Fee, Plötzlich Prinz. Und Plötzlich Rebell ist das Spin-off zum Spin-off, weil das spielt nach Plötzlich Prinz. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Spin-off zum Spin-off gelesen. Und da bin ich jetzt in der Hälfte und das Ziel ist, dass ich dieses Buch heute beende, weil ich liebe dieses Buch. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dieses Buch auch so lieben würde, wenn ich nicht so diese Nostalgiegefühle hätte, weil Puck begleitet mich halt seit ich 13 Jahre alt bin, weil mit 13 habe ich Plötzlich Fee gelesen und in Plötzlich Fee gibt es auch Ash und Ash war mein allererster Fantasy-Book-Boyfriend und mein zweiter Book-Boyfriend überhaupt und ich war beim Lesen immer Team Ash, aber ich würde schon sagen, Puck
war so mein dritter Bookboyfriend überhaupt. Und ja, ich habe den Typen mit 13 kennengelernt und jetzt bin ich 21 und lese seine Geschichte. Und irgendwie ist noch nicht wirklich viel passiert, obwohl ich schon in der Hälfte bin, aber ich liebe es trotzdem. Weil aus der Sicht von Puck zu lesen, manchmal hat er den Humor von einem 5-Jährigen, aber ich muss trotzdem lachen. Und Puck ist einfach, er ist einfach so ein Tink-Legenden-Status-Charakter. Ich liebe diesen Typen. Und aus seiner Sicht zu lesen, es ist einfach genial. Und auch so die anderen Charaktere, die man so in Plötzlich Fee und Plötzlich Prinz kennengelernt hat. Einen kann ich jetzt nicht nennen, weil das wäre ein Spoiler. Aber Ash und Megan kommen sicher auch wieder vor. Und ich freue mich so darauf, wenn die zwei vorkommen. Und ich würde empfehlen, dass man Plötzlich Fee und Plötzlich Prinz vor Plötzlich Rebell liest. Weil eben, es kommen erstens mal Charaktere aus diesen beiden Reihen vor, zu denen man halt nicht so eine emotionale Bindung hat in Plötzlich Rebell, wenn man ihre Geschichte nicht gelesen hat. Und es gibt in Plötzlich Rebell Folgen von Dingen, die in den vorherigen Reihen passiert sind. Also wenn etwas aus Plötzlich Vier oder Plötzlich Prinz erwähnt wird, dann wird ganz kurz erklärt, was da passiert ist, aber man hat halt nicht so, man weiß halt nicht genau, was passiert ist, man hat keine emotionale Bindung zu diesem Ereignis. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man Plötzlich Rebell wirklich ganz versteht, wenn man weder Plötzlich Fee noch Plötzlich Prinz davor gelesen hat. Das ist auch der erste Teil einer Trilogie und ja, das fühlt sich einfach an wie nach Hause kommen. Weil ich kenne Puck seit 8 Jahren. Ich kenne diesen Typen seit 8 Jahren. Und bald treffe ich auf meinen zweiten Bookboyfriend überhaupt. Ich habe den Typen seit 8 Jahren nicht mehr gesehen. Und dann, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wann welche Bücher angekommen sind. Aber ich habe ein paar Special Editions. Also jetzt muss ich überlegen. Ich habe ein paar Special Editions gekauft und dann habe ich auch noch versucht, Special Editions alleine zu machen. Da gab es eine Special Edition von... Was? Fairyloot? Nein, Illumicrate. Fairyloot. Fairyloot hat eine Special Edition zu The Iron Raven gemacht, also Plötzlich Rebell. Und das ist zwar nicht das Cover, das ist innen, aber das ist Puck. Und das ist Nyx. Und ich liebe diese Ausgabe, okay? Und dann gab es noch von Chester Fandom seine Special Edition zu Plötzlich Rebell und zwar Plötzlich Rebell als Hardcover und diesen wunderschönen Buchschnitt und hier drin hat es auch noch ein Bild von Puck und ich liebe diese Ausgabe. Und dann habe ich jetzt 3 Ausgaben von den Knights von Lena Kiefer und ich kann endlich über die Knights reden. Ich durfte Nights ja im April testlesen und das fühlt sich ehrlich gesagt immer noch wie ein Trauma. Und jetzt, oh mein Gott, ich habe 3 Ausgaben von Nights und ich kann endlich sagen, wie sehr ich Nights liebe. Ich liebe Nights, okay? Und ich werde Nights auch diese Woche rereaden, weil ich möchte noch ein Read With Me dazu machen und ich will dieses Buch so, ich will Post-its reinmachen und ich will markieren. Und ja, ich habe 3 Ausgaben jetzt. Die erste Ausgabe ist von, ich glaube, die ist aus der Witch Crown Box. Dann hat, glaube ich, Bücherbüchse. Ich glaube, es war Bücherbüchse, hat eine Special Edition gemacht und zwar mit Buchschnitt. Oh mein Gott. Also jedes Buch hat einen Buchschnitt, aber mit einem speziellen Buchschnitt und ich lieb's. Und dann ist dort drüben auf dem Stapel mit den Büchern, die ich bald lesen will, noch das 3. Exemplar und das fühlt sich auch so ein bisschen wie ein Traum an, weil Lena Kiefer hat es mir geschickt und das werde ich dann auch rereaden und mit Leuchtstift eskalieren und so, weil ich liebe Charlotte und Noel. Und dann gab's noch eine Phoenix Box Special Edition zu Belial von Julia Dippel und ich lieb's. Und dann, ja eben, habe ich noch versucht, eigene Special Editions zu machen. Manchmal, wenn ich sie angucke, finde ich sie gut. Und manchmal, wenn ich sie angucke, denke ich mir so, nein. Also das erste, was ich probiert habe, ist When We Dream. Da habe ich einen Buchschnitt gemacht und dann eben hier vorne When We Dream. Und dann hier hinten 2 meiner liebsten Zitate, die beide aus When We Hope sind und nicht aus When We Dream. Dann habe ich das auch noch mit Isara 4 gemacht. Da ist auch eines meiner Lieblingszitate aus dem 4. Teil. Und das ist, glaube ich, aus dem 2. Teil. Dann ist hier noch Kasadim. Habe ich auch versucht. Und hier ist auch eines meiner liebsten Zitate. Und hier ist Noir. Hier ist der Buchschnitt. Und hier hinten ist auch eines meiner liebsten Zitate. Und Amaya. Und dann habe ich hier noch Ophelias
Abigail versucht, das sind Ophelia und Lucia. Und hier hinten, es sind zwar nur 6 Wörter, aber diese 6 Wörter haben wir zum Heulen gebracht. Und dann für die letzten Special Editions müssen wir kurz rübergehen. Und zwar habe ich dann noch versucht, eine Redemption Special Edition zu machen. Jetzt muss ich gucken, ob da irgendwelche Spoiler draufstehen. Vorne drauf stehen keine Spoiler, hinten. Hinten stehen auch keine Spoiler. Also das ist die Special Edition, die ich versucht habe zu Redemption. Und dann, ich glaube, die Illumicrate Special Edition Box zu From Blood and Ash habe ich, die habe ich in einem Video ausgepackt, oder? Aber es sind noch die Special Editions von Faerûn angekommen und die gehören zu den schönsten Büchern, die ich je gesehen habe, weil so sehen sie unter dem Schutzumschlag aus. Das ist Kieran, das ist Hawk und das ist Poppy und dann haben sie auch noch so spezielle Buchschnitte und guckt euch das an, die sind so wunderschön. Und dann haben sie natürlich noch Schutzumschläge. Die Schutzumschläge außen sind jetzt nicht meine Lieblinge, wenn ich ehrlich bin, aber die haben innen auch noch so Illustrationen. Das ist der dritte Teil. Und dann sind hier, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist der zweite Teil und das ist Hawk, Poppy und Kieran, alle 3 Babys zusammen. Und hier ist noch der erste Teil und das sind Poppy und Hawk und ich liebe sie einfach. Jetzt zeige ich noch die Bücher, die ich schon da habe und die ich unbedingt bald lesen möchte. Ich habe in den letzten 7 Wochen ein paar Bücher angesammelt. Und das erste ist ein Rezensionsexemplar und zwar ein E-Book. Und zwar Wild Heart von Melanie Lane. Und eben, das ist ein Rezensionsexemplar. Deshalb steht hier jetzt auch irgendwo Werbung wegen Rezensionsexemplar. Und ich freue mich schon mega auf dieses Buch, weil ich liebe Running Wild von Melanie Lane und auch ihre Fantasy-Reihe von ihr. Also die ersten 2 Teile, die bisher erschienen sind. Von Blut und Magie und von Flammen und Verrat, glaube ich. Ich liebe diese Bücher. Und deshalb bin ich auch schon mega gespannt auf dieses Buch. Dann habe ich hier noch Feels Like Forever. Das ist der dritte und letzte Teil der Feels-Reihe. Und da geht es wieder um Emilia Mila und Leonardo Leo. Und das ist der letzte Teil. Und ich weiß jetzt schon, dass mein Herz zerstört werden wird. Ich habe nur den Klappentext gelesen. Und ich, ja. Wenn das Happy End zum Greifen nahe ist und doch unerreichbar scheint. Ja, schön. Schön! Und dann das nächste Buch. Das ist so ein wunderschönes Buch und ich freue mich mega auf dieses Buch, weil es klingt mega toll und ich habe bisher eigentlich nur Positives gehört und zwar Dance into My World von Maren Vivian Hase. Hase? Hase? Ich weiß es nicht. Und ja, erstens mal können wir mal ein bisschen oberflächlich sein. Dieses Buch ist ein Traum. Und es geht ums Tanzen und mehr weiß ich auch nicht. Und dann ein Buch. Ich habe das schon angefangen. Ich habe es angefangen. Und ich habe gedacht, okay, es ist ein Buch von dieser Autorin. Ich lese das in 2 Tagen. Ja. So, meine Mischung aus Neuausbildung und glaube, ich lese Flaute hat sich so gedacht, nö, das liest du nicht in 2 Tagen. Ich habe dieses Buch angefangen, ich habe das erste Kapitel gelesen und dann bin ich, glaube ich, keine Ahnung, eine Woche nicht dazu gekommen, weiterzulesen und dann kam plötzlich Rebell und dann hatte ich Bock auf plötzlich Rebell. Dann habe ich plötzlich Rebell angefangen und ja, das beende ich heute. Und zwar ist es Where the Roots Grow Stronger von Katinka Engel. Und ich freue mich so auf dieses Buch, weil eben, ich habe erst das erste Kapitel gelesen. Das hier. Das gibt es anscheinend mehrmals im Buch. Und das hier. Das Buch hat noch nicht mal richtig angefangen und ich war schon verliebt. Ich weiß auch hier nicht so genau, um was es geht. Ich weiß einfach, dass es um Fiona und Connell geht und ganz viel Schwesternliebe und allgemein viel Gefühl und Herzschmerz, weil es ist Katinka Engel, was erwartet man, okay? Ich freue mich mega auf dieses Buch. Und dann das nächste Buch ist eben Nights von Lena Kim. Und es ist so wunderschön. Es ist, oh mein Gott, es ist so wunderschön. Und es ist signiert. Und ja, und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesagt habe, aber ich hatte einen kurzen Schreianfall. Weil, hier. Fokussierst du bitte die Danksagung? Mein Gesicht ist nicht wichtig. Hier steht mein Name. Mein Name steht in der Danksagung von dem Lena Kiefer Buch. Und ich... Und dann ein Buch. Ich freue mich so auf dieses Buch, ne? Und es ist so fett. Es ist so fett. Und zwar Keeping Dreams von Anna Savas. Es ist so fett. Es hat 530 Seiten, glaube ich, ne? 537 Seiten. Und, oh.
537 Seiten Herzschmerz. Und ich bin bereit für diesen Herzschmerz, weil es geht um Julian und Lily. Und ich habe mich schon in Keeping Secrets in Julian verliebt. Und ich liebe diesen Typen und ich freue mich so auf dieses Buch. Und dann das letzte Buch auf diesem Stapel. Ich werde diese Bücher nicht alle nächste Woche lesen, ne? Weil ich werde nachher noch aufzählen, was alles für Bücher rauskommen. Also, das sind einfach die Bücher, die ich so dieses Jahr... Okay, seien wir mal realistisch, das sind die Bücher, die ich dieses Jahr noch lesen will. Und dann das letzte Buch, das ich auch noch wirklich sehr bald lesen will, ist Everything We Had von Jennifer Bright. Das habe ich auch... War das bei der Buchhandlung Graf? Ich glaube, das war auch bei der Buchhandlung Graf signiert... Nicht vorbestellt, ich habe es einfach signiert bestellt, ne? Und von diesem Buch habe ich auch schon so dermaßen viel Positives gehört und das soll auch so herzzerreißend wunderschön sein und ich freue mich mega drauf, weil sie möchte ein eigenes Café aufmachen und sie mietet dann auch einen Raum, aber der Neffe der Inhaberin möchte das Geschäft in einen Buchladen verwandeln und ja, Kate und Aiden, oh mein Gott, der heißt Aiden. Kate und Aiden müssen dann zusammenarbeiten und schon alleine beim Buchladen hatte mich dieses Buch, okay? Und ja, das sind so die Bücher, die ich besitze und sehr bald lesen möchte. Und jetzt kommen die Bücher, die nächste Woche rauskommen. Nächste Woche, okay, jetzt zählen wir mal auf. Nächste Woche kommt ein neues Anne Petzold Buch. Right here. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich auf dieses Buch freue. Es ist schon fast lächerlich, wie sehr ich mich auf dieses Buch freue. Ein neues Kerstin Gier Buch. Vergiss mein nicht und... Das, was ich bisher von diesem Buch gehört habe, typisch Kerstin Gier. Es soll wieder typisch Kerstin Gier sein. Und ich liebe die Silberreihe, ich liebe die Rubinrotreihe. Okay. Dann ein neues Kristen Canyon Buch. Sweet Enemy, der zweite Teil zu Dear Enemy. Dear Enemy ist ein Jahreshighlight von mir. Kristen Canyon ist meine New Adult Romance Queen. Neues Buch von Kristen Canyon. Dann ein neues Buch von Emma Scott. Forever Right Now, der zweite Teil zu... Be My Tomorrow. Mein Gehirn hat sich gerade so gedacht, nö Sarah, wir funktionieren es gerade nicht mal für ein paar Sekunden. Ich habe keinen blassen Schimmer, um was es da geht. Auch bei Sweet Enemy, ich habe keine Ahnung, um wen es da geht. Ich werde diese Bücher einfach anfangen und lieben. Ich werde sie einfach lieben. Auch bei Right Here. Ich weiß nur, dass sie Jules und Lucy, glaube ich, heißen. Und bei Vergiss mein Nicht habe ich auch keine Ahnung, um was es geht. Wo war ich denn jetzt? Neues Kristen Canyon, neues Emma Scott Buch und dann neues Tommy Fischer Buch und zwar Moving Mountains mit Max und Savannah. Da ist es auch schon fast lächerlich, wie sehr ich mich auf dieses Buch freue. Es ist bei allen Büchern fast lächerlich, wie sehr ich mich auf diese Bücher freue. Habe ich jetzt ein Buch vergessen? Ich glaube nicht. Aber eben, ihr habt gehört, was für Bücher nächste Woche rauskommen. Neues Anne Petzold Buch, neues Kerstin Gier Buch, neues Emma Scott Buch, neues Kristen Canyon Buch, neues Tommy Fischer Buch, alles... Alles in einer Woche. Und ja, habe ich jetzt alles gesagt? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Nee, BTS hat noch ein neues Lied rausgebracht. Also BTS und Coldplay zusammen haben ein Lied rausgebracht, und zwar My Universe. Und ich liebe die Melodie, ich liebe den Text. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Jin und Jimin jeweils nur ein Line bekommen haben. Ich weiß, es ist eine Zusammenarbeit und vielleicht ist es dann ein bisschen doof zu sagen, dass es ein bisschen zu wenig BTS für mich drin hatte. Aber ansonsten finde ich das Lied mega schön. Aber jetzt habe ich alles gesagt, oder? Ich werde jetzt plötzlich Rebel beenden. Also die zweite Hälfte vom Buch lesen. Und nachher, wenn ich das Buch beendet habe, werde ich ein Video fertig schneiden, das ich vor 2 Wochen angefangen habe zu schneiden. Und ja, das ist so der Plan für heute. Gerade die Coldplay BTS Inside My Universe Documentary geguckt und ich glaube, ich liebe den Song jetzt doch. Ich hatte in diesen 12 Minuten Gänsehaut und Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen. Ich weiß es wirklich nicht, wie sie das hinkriegen. Ja. Okay, mein 13-jähriges Fangirl, ich hatte gerade durchgehend einen Anfall, weil ich habe gerade meinen allerersten Fantasy Book Boyfriend zum ersten Mal seit ein paar Jahren wieder getroffen. Ich liebe Ash. Ich liebe diesen Typ. Und ich bin jetzt bei Teil 3 am Anfang. Und hier am Anfang steht, Tiananoc ist so die Kapitelüberschrift, einige Jahrhunderte früher. Tiananoc ist, glaube ich, die Hauptstadt vom Winterreich.
Und ich hab jetzt so ein bisschen überflogen, die erste Seite. Wenn ich jetzt das Aufeinandertreffen von Ash und Puck zu lesen kriege, ich raste aus, okay? Puck und Ash sind so zwei Charaktere. Man weiß nicht so genau, wie die zueinander stehen. Weil eigentlich sind's beste Freunde, aber sie versuchen trotzdem die ganze Zeit, sich gegenseitig umzubringen. Ich liebe die zwei und wenn ich jetzt zu lesen kriege, wie die zwei sich kennengelernt haben. Okay. Also es ist jetzt 10 nach 9 Uhr abends. Wir ignorieren jetzt einfach mal das auf meinem Kopf, weil das war tatsächlich mal eine Frisur. Jetzt nicht mehr, aber ich habe gerade plötzlich Rebell beendet. Und was soll dieses Ende? Was soll dieses Ende, Mann? Also, bei diesem Buch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht so lieben würde, wie ich es jetzt tue, wenn ich nicht diese Nostalgiegefühle hätte. Also das, was ich am meisten an diesem Buch geliebt habe, ist halt wieder Megan und Ash und Puck zu treffen und die anderen Charaktere und halt einfach wieder so in meiner allerersten Fantasy-Welt zu sein, die ich so kennengelernt habe. Also eigentlich der größte Aspekt, den ich an dieser Geschichte geliebt habe, ist wirklich so die Nostalgie, die ich halt mit dieser Welt und diesen Charakteren verbinde. Weil eigentlich, wenn ich jetzt wirklich mal so darüber nachdenke, ist nicht wirklich viel passiert. Also eigentlich ist das so ein Buch, in dem sie doch, man kann eigentlich schon sagen, dass sie eigentlich hauptsächlich nur rumlaufen und rumreisen. Also ja, das ist eigentlich das, was sie in diesem Buch machen. Und normalerweise mag ich solche Fantasy-Bücher eigentlich nicht, indem sie einfach nur rumlaufen. Aber ich liebe dieses Buch trotzdem wegen diesem Nostalgie-Dingens da, das ich da halt habe, weil mein 13-jähriges Fangirl ist so oft ausgerastet in diesem Buch. Mein 13-jähriges Ich ist wieder so hervorgekommen und hat dieses Buch sehr geliebt. Aber eben, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Buch, glaube ich, so nur gut gefunden hätte, wenn ich nicht diese Nostalgie beim Lesen gehabt hätte. Also eben, je mehr ich so darüber nachdenke, was eigentlich passiert ist, desto mehr würde ich so sagen, es ist nicht allzu viel passiert. Aber da diese Nostalgie eben da ist, ich liebe dieses Buch. Und eben dieses Ende. Ich habe keine Ahnung, wann der zweite Teil rauskommt. Also ja, mein 21-jähriges Ich kann sagen, dass mein 13-jähriges Ich dieses Buch sehr geliebt hat. Jetzt ist 10 nach 9. Ich habe nicht erwartet, dass ich dieses Buch erst um 10 nach 9 beende. Ich habe ja noch so großkotzig gesagt, ich werde heute noch das Video schneiden. Ja, werde ich wohl doch nicht machen. Ich sollte langsam echt gelernt haben, dass ich keine Pläne machen sollte, weil ich mich sowieso nicht dran halte. Ich werde jetzt, glaube ich, noch den Spread zu Plötzlich Rebell machen. Mein Book Journal allgemein wieder mal auf Vordermann bringen. Das ist auch etwas, das ich in den letzten Wochen sehr vernachlässigt habe, mein Book Journal. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen, es ist Montag, der 27. habe ich gestern gesagt, es ist der 27. Gestern war der 26. Heute ist der 27. 10 vor 9. Und heute werde ich lese heute Fokussier das Coverkamera Wild Heart von Melanie Lane. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Seiten dieses Buch hat, weil hier steht eins von 825, aber ich nehme nicht an, dass dieses Buch 825 Seiten hat. Ich werde heute dieses Buch lesen und ich bin schon mega gespannt, weil ich habe bisher eigentlich nur Positives über dieses Buch gehört. Und heute ist der, nein, nicht der, die Akustikversion? Ist es die Akustikversion von My Universe rausgekommen und ich liebe diese Version. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder was zu sagen habe. Thank you.
Also, ich bin bei, keine Ahnung, Position, Seite, keine Ahnung, 31 und ich liebe dieses Buch jetzt schon, Mann. Also, Ellie und Jacob lernen sich schon im ersten Kapitel kennen. Und dieses Aufeinandertreffen, ne? Ich bin gefühlt durchgehend einfach nur am Lachen und jetzt gerade. Sie war am Flughafen und war gerade in der Buchhandlung und hat drei Zeitschriften gekauft, auf denen Jacob, wie heißt er zum Nachnamen, Harrison? Ich weiß nicht mehr, wie er zum Nachnamen heißt, darauf abgebildet sind und dann geht sie aus dem Laden raus. Und dann sieht sie diesen Jacob live und in Farbe vor sich und dann guckt er sie an und dann sieht er die Hefte und dann geht er auf sie zu und fragt so, ob sie die Reporterin ist, die ihn interviewen soll. Und was macht Ellie? Sie sagt ja. Einfach die ganze Situation ist so genial und ich liebe Ellie. Ich liebe Ellie jetzt schon, Jacob ist auch schon genial. Und einfach dieser Abschnitt. Beruhig dich, Ellie, du hast den Mann schließlich nicht entführt. Nein, entführt hatte ich ihn nicht, nur unter Vorspielung falscher Tatsachen aus dem Flughafen gelangt. Ich liebe dieses Buch. Ich habe noch nicht mal das erste Kapitel beendet. Und ich liebe dieses Buch jetzt schon. Also, das ist eine Begegnung, das ist eine Szene für Götter. Ich liebe diese Szene. Ich bin jetzt bei, keine Ahnung, Position 111, Kapitel 6. Ich liebe Jacob, okay? Jacob ist einfach so charmant und witzig und süß und die Lichtverhältnisse sind richtig gut hier draußen, ne? Die sind gerade richtig gut, ja? Und er hat gerade was oh mein Gott. Allgemein, Jacob tut Dinge und ich sitze da und denke mir so, oh mein Gott. Ich liebe dich. Und auch Ellie. Ellie ist mir so dermaßen sympathisch. Ich liebe diese Frau. Besonders so, keine Ahnung, einfach ihre Gedanken sind so dermaßen witzig. Und ich kann sie so gut verstehen. Ich liebe Ellie. Und auch die ganze Crew, kriege ich die Namen zusammen. Sarah, Sebastian und Frank. Ich liebe jeden Einzelnen. Und einfach so die ganze Atmosphäre und wie die Charaktere miteinander sind und so. Ich liebe dieses Buch. Und ich will mehr von Jacob und Ellie, weil die zwei zusammen sind, aber... Die sind so süß, die sind so süß. Ich bin bei Position 442 von 825, also ein bisschen über der Hälfte. Und ich liebe dieses Buch. Also ich habe jetzt gerade ein Kapitel gelesen. Das hat schon wehgetan. Allgemein die Charaktere, also einfach jeder einzelne Charakter, aber so die Gruppendynamik. Ich liebe die Gruppendynamik. Einfach wie die Charaktere miteinander umgehen und so ihre Beziehungen und wie man so spürt, dass sie eine Freundesgruppe sind und nicht einfach nur eine Arbeitsgruppe. Und ich liebe es einfach. Und ich liebe auch die Atmosphäre in Vietnam. Also ich glaube, Melanie Lane war selbst in Vietnam, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Jedenfalls, ich kann mir das so gut vorstellen. Also alles... was hier drin beschrieben wird in Vietnam, ich kann mir das so gut vorstellen. Und ja, Ellie und Jacob zusammen. Irgendwie ist es komisch, wenn ich den Namen lese,
dann klingt der in meinem Kopf Jakob. Aber wenn ich den Namen ausspreche, sage ich Jacob. Und ja, wo war ich? Ich war bei Jacob und Ellie, oder? Ich liebe die zwei. Also Jacob, manchmal die Dinge, die er so raus hat, ich sitze da und denke mir so, wow, Mann. Also er hat schon ein sehr gesundes Selbstbewusstsein und eben einfach manchmal die Dinge, die er raus hat, der ist so charmant und witzig und aufmerksam, die Dinge, die er manchmal hier drin tut. Ich denke mir so, Jacob, kannst du aus meinem Handy rauskommen, bitte? Und auch einfach Ellie. Und was ich nicht wusste, als ich dieses Buch angefangen habe, ich weiß jetzt auch nicht, ob das ist das ein Spoiler, wenn ich das jetzt sage? Ellie schreibt. Ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler, aber ich liebe die Tatsache, dass Ellie schreibt und einfach, wie so die ganzen Gefühle beschrieben werden, wenn sie vom Schreiben redet. Ich lieb's. Und allgemein, Ellie, also ihre Gedanken bringen mich jedes Mal zum Lachen. Oder tun weh. Eins von beidem. Und ich liebe dieses Buch sehr. Und ich werde jetzt weiterlesen. Es ist mittlerweile 5 vor 6. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Ja, dieses Buch macht gerade dezent weh. Ach Gott. Dieses Gespräch zwischen Ellie und Helen gerade. Ja. Okay. Warum macht sie das? Warum sticht sie mir die ganze Zeit ins Herz? Das tut gerade weh, okay. Habe ich erwartet, dass ich bei diesem Buch heule? Nein. Ganz ehrlich, nein. Und jetzt sind sie hier. Das tut weh. Guten Morgen. Ich habe mich gestern, glaube ich, nicht mehr gemeldet, weil ich habe Wild Heart um 1 Uhr morgens oder so beendet und ich war todmüde und deshalb habe ich mich nicht mehr gemeldet und ja, bin schlafen gegangen. Aber ja, ich habe Wild Heart gestern beendet und ich glaube, das ist mein bisheriges Lieblingsbuch von Melanie. Es ist noch zu früh, damit ich richtige Sätze raushaue. Es ist schon 10 Uhr, also es sollte eigentlich zu früh sein. Ich glaube, das ist mein bisheriges Lieblingsbuch von Melanie Lane. So, weil ich habe einfach alles daran geliebt. Einfach alles. Also, ich liebe Ellie. Ellie ist einfach so dermaßen genial. Und ihre Charakterentwicklung in diesem Buch ist einfach so gut. Und Jacob, ich liebe diesen Typen. Also, ich habe den Typen von Moment 1 angeliebt. Aber je besser ich ihn kennengelernt habe und je mehr er Dinge getan und gesagt hat, ich liebe diesen Typen, okay? Ich liebe diesen Typen. Und auch Ellie und Jacob zusammen sind so unglaublich süß. Und was ich an diesem Buch auch liebe, ist, dass es in Vietnam spielt. Und auch so die Thematik vom Extremsport. Also, sie machen ja einen Dokumentarfilm über Vietnam und den Extremsport. Das heißt, in Vietnam sieht man auch so Extremsport-Dinge. Also, Jacob betreibt einfach Extremsport. Und ich hatte jedes Mal so dermaßen Angst. Und jedes Mal habe ich gedacht, okay, jetzt passiert was, jetzt passiert was, jetzt passiert was. Jedes Mal, wenn er so einen Stunt gemacht hat, ich saß mit Ellie zusammen auf Nägeln. Und ja, einfach eben diese Thematik und diese Kulisse. Ich liebe es einfach. Und dieses Buch hat stellenweise auch so richtig wehgetan. Also es kam wirklich schnell, da habe ich geheult. Und der Schreibstil ist einfach locker und flüssig und fesselnd und die Dialoge sind so dermaßen witzig. Also es gibt richtig witzige Dialoge und dann gibt es richtig traurige Dialoge und romantische Dialoge und ich liebe es einfach. Und einfach die ganze Truppe, Sarah, Seb, Frank, Helen, die Eltern von Ellie, einfach alle, einfach alle. Ich liebe dieses Buch. Also ja, falls ihr eine wunderschöne Liebesgeschichte lesen wollt, die in Vietnam spielt und Extremsport beinhaltet, lest Wild Heart. Und heute ist Dienstag, oder? Ich glaube, es ist Dienstag. Doch. Und jetzt ist 10 Uhr. Und ich muss noch meine Haare waschen. Vielleicht ist das wieder too much information, aber ja, muss auch getan werden. Dann muss ich kochen und dann muss ich noch andere Dinge erledigen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass ich heute Feels Like Forever lese. Weil das ist, doch, das ist, glaube ich, das dünnste Buch auf dem Stapel mit den Büchern, die ich schon besitze und die ich lesen will. Und ich bin so gespannt auf dieses Buch. Ich will es irgendwie nicht lesen. Weil dann ist die Reihe vorbei. Aber ich will es auch lesen. Weil das Ende von Band 2. Und der Klappentext von Band 3. Also, ich will es schon lesen. Also, ich will es lesen, aber irgendwie will ich es auch nicht lesen, weil ich will nicht, dass es vorbei ist. Und es wäre gelogen, wenn ich sage, ich bin bereit für den Herzschmerz, weil bei Sarahs Prinz kann ich nie bereit sein für den Herzschmerz.
bin auf Seite 45. Und Sarahs Prinz hat mir das Herz einfach schon wieder gebrochen. Ich weiß nicht, wie diese Frau das macht. Ich weiß es wirklich nicht. Also schon beim Prolog habe ich mir so gedacht, okay, mein Herz ist auf dem Silbertabletten. Sie hat es gerade einfach filetiert. Und dann lese ich weiter. Und dann ist es schön für so, glaube ich, ein, zwei Kapitel. Und dann kommt Sarahs Prinz und verarbeitet mein filetiertes Herz zu Hackfleisch. Also wirklich, was ist ihre Mission? Was ist ihre Mission? Dass sie mein Herz so oft wie möglich in dieser Reihe bricht, ja, das hat sie hingekriegt. Ich bin gerade mal auf Seite 45 und ich weiß jetzt schon, dass das ein einziges Herzschmerzbuch wird. Weil Sarahs Prinz hat auch so einen Schreibstil, der trifft einfach bei allem, was sie schreibt, direkt ins Herz. Also, sie geht mit Worten um, ne? Das tut einfach weh. Habe ich was anderes erwartet? Nein. Ich werde jetzt weiterlesen und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder was zu sagen habe. Wie? Einfach nur wie? Wie schafft es auch als Prinz jedes Mal, dass es so dermaßen schnell den Bach runtergeht? Dieses Buch. Es gab gerade ein paar Kapitel, da hatte ich einen Zuckerschock, weil es so dermaßen süß war. Und jetzt sitze ich da und denke mir so, ja, mein Herz, das liegt zerstückelt in der Ecke. Wie schafft sie es jedes Mal? Innerhalb von ein paar Seiten mir das Herz zu brechen, obwohl ich vorher noch einen Zuckerschock hatte. Ich bin auf Seite 106. 106. Okay. Es ist 21:30 und ich bin auf Seite 170 in Feels Like Forever. Ich liebe dieses Buch so sehr. Also dieses Buch ist eine einzige Achterbahn. Also zuerst, es fängt herzzerreißend an, dann ist es für eine kurze Zeit wunderschön, dann tut es wieder weh. Dann ist es wieder wunderschön und dann habe ich einen Zuckerschock, weil es so dermaßen süß ist. Dann tut es wieder weh. Dann habe ich wieder einen Zuckerschock und ich habe so das Gefühl, es dauert nicht mehr lang, bis es wieder weh tut. Also wenn das so weitergeht, konkurriert der dritte Teil echt mit dem ersten Teil um meinen Lieblingsteil aus dieser Reihe. Und ich liebe Mila, ich liebe Leo und auch den neuen Charakter, der im dritten Teil vorkommt. Der ist einfach so knuffig. Ich liebe einfach Mila und Leo und auch ihre Beziehung, weil es läuft nicht immer alles gut. Und Mila und Leo streiten sich. Mila und Leo sagen sich manchmal Dinge, die sie nicht so meinen, aber die trotzdem dem anderen, der anderen wehgetan haben. Und ich liebe einfach so, ja, ich weiß auch nicht, ich liebe einfach diese Reihe. Und ich liebe dieses Buch einfach so sehr. Gute Nacht. Da geht man noch einmal kurz auf Instagram. Und Tammy Fischer droppt einfach mal ein Cover. Mountains and Storms, die Vorgeschichte zu Moving Mountains. Kommt am 1.12. als E-Book raus. Fokussier. Das ist so schön. Ich freue mich, liebe das Cover. Und ja, ich gehe jetzt wirklich schlafen. Es liegt nicht an mir, dass ich noch nicht im Bett bin. Ich kann nichts dafür, dass die Autorinnen sich dazu entschieden haben, dass sie gleich alle gleichzeitig das Cover droppen, weil, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist die romantische Dialogie von Anna Samuelsson. Oh mein Gott. Ich sage jetzt noch nicht, dass ich schlafen gehe, weil vielleicht kommen ja noch andere Cover. Aber falls ich mich nicht mehr melde, bin ich schlafen gegangen. Und falls ich mich noch melde, wisst ihr, dass noch andere Cover da sind. Guten Morgen. Es ist 11:45 und ich bin auf Seite 187 in Feels Like Forever. Ich liebe dieses Buch und ich will nicht, dass es endet. Ich will wirklich nicht, dass es endet, weil ich liebe Mila und Leo und ich bin über der Hälfte. Ich habe nicht mal mehr die Hälfte von diesem Buch und ich will nicht, dass die ganze Reihe vorbei ist. Aber ja, heute wird's passieren. Heute werde ich die Reihe beenden. Und ich habe gerade eine SMS gekriegt. Also ich habe eigentlich drei SMS gekriegt von meinem Arbeitsplatz. Und zwar, guten Tag, Ihre Bestellung Forever Right Now, Right Here und Sweet Enemy stehen zur Abholung bereit. Oh, okay. Wir wissen alle, wer heute jetzt in den Buchladen rennt, ne? Also ich werde nicht jetzt gehen, weil es gibt bald Mittagessen, aber nach dem Mittagessen gehe ich in die Buchhandlung, hol die drei Bücher und werde zuerst mal ein bisschen ausrasten. Also ich glaube, es wird sich so ein bisschen komisch anfühlen, in meinen Ferien an meinen Arbeitsplatz gehen, um nicht zu arbeiten, sondern Bücher abzuholen, um diese in meinen Ferien zu lesen. Aber ja, ich hole die Bücher ab und dann werde ich Feels Like Forever beenden und dann morgen...
Morgen werde ich da... Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde als erstes Right Here lesen. Ich habe so das Gefühl, dass ich in meinen Ferien nicht mehr dazu komme, Nights zu rereaden. Nights wird dann einfach nächste Woche gereadet. Jetzt gibt's Mittagessen. Dann hole ich, die Bücher. Und dann werde ich Feels Like Forever beenden. Also zuerst werde ich einen Fangirl-Anfall kriegen. Und dann werde ich Feels Like Forever beenden. Dann werde ich einen Fangirl-Zusammenbruch haben, weil die Reihe vorbei ist. Und ja, das ist so der Plan von heute. Ich sitze gerade hier draußen. Ich hoffe jetzt einfach mal, man hört irgendwas, weil ich habe eine Maske an und da ist Verkehr rundherum. Aber ich war gerade in der Buchhandlung und ja, ich habe gerade eine Tasche neben mir mit 4 meiner meistersehnten Neuerscheinungen dieses Jahr. Und ich hatte an der Kasse keine Zeit, um sie genau anzugucken. Also muss ich, oh mein Gott, okay. Meine Tasche hat sich gerade verabschiedet. Das erste Buch ist Forever, Right Now. Und es ist gerade spiegelverkehrt, weil ich filme gerade mit meinem Handy. Oh mein Gott, es ist, oh mein Gott. Nicht lesen, um was es geht. Und ich krieg das Buch nicht rein. Okay, dann bleibst du halt draußen. Wartet. Machen wir das halt so, ich krieg's nicht rein. Nächstes Buch, oh mein Gott, es ist wieder so fett. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Handy liegt jetzt gerade auf der Tasche. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich komme gerade nicht drauf klar. Das ist einfach, meine meistersehnten Neuerscheinungen auf einmal sind. Ey, oh mein Gott, es ist so wunderschön. Das ist jetzt gerade der beste Filmwinkel überhaupt, aber oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann das letzte Buch. Ich hoffe wirklich, man versteht irgendwas, was ich hier labere. Es ist einfach so fett. Seht ihr das? Seht ihr das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Das sind die Bücher und... Ich habe es nicht richtig realisiert, dass ich jetzt wirklich 4 meiner meistersehnten Neuerscheinungen... Ich habe sie einfach. Und ja, man sieht sie nicht wirklich, aber unter der Maske raste ich gerade aus. Seite 210. Dieses Buch, das ist einfach, diese Reihe hat sich wirklich so zu einem zweiten Zuhause entwickelt, weil jedes Mal, wenn ich von Leo und Mila lese, ich bin einfach so dermaßen glücklich, auch wenn sie mir das Herz zerbrechen. Sie brechen mir das Herz, aber es gibt auch so wunderschöne Szenen und ich habe jetzt gerade so viele wunderschöne, herzerwärmende, zuckersüße Szenen gelesen. Ich kann nicht mehr. Ich habe bald einen Zuckerschock, weil es so wunderschön ist und ich liebe dieses Buch. Ich habe keine Worte für dieses Buch. Es sind jetzt gerade 2 Dinge passiert. Wenn ihr dieses Buch gelesen habt, es geht um etwas, das ein Charakter zu 2 anderen Charakteren sagt. Ich habe fast angefangen zu heulen, als ich das gelesen habe, weil es ist einfach so wunderschön. Und ja, ich habe jetzt nur noch 140 Seiten und dann ist die ganze Reihe vorbei. Und ich will nicht. Und ich glaube, es ist 6:30 oder so. Was ist denn jetzt? Oh, 6:50. Ich habe nur noch 2 Seiten. Ja. Ich lese jetzt noch die letzten 2 Seiten. Ich habe gerade eine meiner Lieblingsreihen beendet. Muss ich noch sagen, dass ich dieses Buch liebe? Weil sie gerne New Adult Romance Bücher lest und auch gerne eine New Adult Romance Trilogie lest, in der es in allen Teilen um das gleiche Pärchen geht, lest diese Reihe. Also, ich glaube, jeder Teil aus dieser Reihe hat Triggerwarnungen und ich schreibe alle Triggerwarnungen, also auch von Band 1 und 2, unten in die Infobox, falls ihr sie durchlesen wollt. Einfach immer im Hinterkopf behalten, dass das auch Spoiler sein können. Und ja, ich habe gerade eine meiner Lieblingsreihen beendet und muss zuerst mal drauf klarkommen. Ich liebe Mila, ich liebe Leo und ich liebe die 2 zusammen. Einfach ohne Worte, okay? Ich liebe einfach alles. Und ich muss jetzt zuerst mal drauf klarkommen, dass die Reife... Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, es ist Donnerstag... 9:40 und heute Morgen um, glaube ich, 6 Uhr oder so ist das Musikvideo zu My Universe von Coldplay und BTS rausgekommen und ich werde mir das jetzt angucken.
ja ein halber Film, Mann. Ich liebe dieses Video. Also das ist schon eines der genialsten Musikvideos, die ich je gesehen habe. Also, wow. Und jetzt werde ich mich hinsetzen und den ganzen Tag einfach nur mit Lucy und Jules verbringen. Und ich freue mich so dermaßen darauf, weil eben die Love Next Reihe gehört zu meinen Lieblingsreihen. Und irgendwie, das ist für mich auch einfach so eine Wohlfühlreihe und ich fühle mich da wie zu Hause und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass sich das ja auch zu einem zweiten Zuhause entwickeln wird und ich freue mich so auf dieses Buch und ja, ich werde jetzt anfangen. Bin auf Seite 87. Dieses Buch ist so süß. Also, ich liebe Lucy jetzt schon, weil es gab schon so viele Momente, in denen ich da saß und einfach so gedacht habe, ja, ich kenn's. Und irgendwie, ich weiß nicht, Anne Petzold hat es schon in der Love Next-Reihe hingekriegt und hier kriegt sie es auch wieder hin. Es wird langsam schon fast gruselig, wie gut sie so Probleme oder Angewohnheiten, die ich auch habe, in Worte fassen kann und mir so zeigt, dass es in Ordnung ist. Ich liebe Lucy einfach, sie ist einfach so toll. Und Jules, ne? Wie er auf der einen Seite so richtig offen und selbstbewusst ist und auf der anderen Seite so schüchtern und zurückhaltend sein kann. Und ich lieb Jules jetzt schon. Und Mika, er ist sein kleiner Bruder. Die Beziehung zwischen Jules und Mika, ne? Ich krieg Karies. Und auch einfach Mika als Persönlichkeit. Er ist einfach so süß. Und auch Bunny, das Häschen von Lucy. Das Häschen ist auch einfach so süß. Und ich habe schon so viele Szenen im Kopf, die mich potenziell an einem Fangirl-Tod sterben lassen könnten. Weil es ist Anne Petzold und sie kann einfach so dermaßen gut süße Szenen schreiben und einfach romantische Szenen und schöne Szenen. Und ich werde Karies kriegen in diesem Buch. Und mein Herz wird brechen. Aber ich habe ja dann genug Zucker, um mein Herz wieder zusammenzukleben. Kann dieses Buch bitte für immer andauern? Ich will nicht, dass es irgendwann vorbei ist. Ich liebe dieses Buch und auch das Eiskunstlaufen. Ich habe so Bock, Schlittschuhlaufen zu gehen. Und was ich in Anne Petzolds Büchern auch einfach so liebe, ist, wie oft Essen beschrieben wird. Also so in When We Dream, When We Hope und When We Fall. Das war die falsche Reihenfolge, merke ich gerade. Egal, einfach in dieser Reihe. Wie dort Essen beschrieben wurde, ne? Jedes Mal, wenn sie Essen beschreibt, will ich es essen. Ich liebe bisher einfach alles an diesem Buch, was nicht wirklich verwunderlich ist. Weil es ist ein Buch von Anne Petzold. Ich lese jetzt weiter. Oder besser gesagt, quietsch weiter. Ich hoffe jetzt gerade sehr, dass diese Konstruktion hält, weil das sieht nicht sehr stabil aus. Es gibt da so eine gewisse Autorin, die haut einfach mal so nebenbei das Cover vom zweiten Teil raus und so selber schieben. Und ich liebe dieses Cover. Dieses Cover macht mir Angst. Es kann auch sein, dass ich einfach zu viel in dieses Cover hineininterpretiere, aber das ist Hand. Und Hand hält eine Schlange in der Hand. Wow. Hand hält da so eine Schlange. Das könnte man jetzt so interpretieren, dass er im zweiten Teil selbst zu einer wird. Also, dass er böse wird. Weil bei Sarah J. Maas ist es so, man sollte sich nicht in den Love Interest verlieben, der im ersten Teil vorkommt. Und er hat so, sag mir, warum er zwei verschiedene Augenfarben hat. Warum hat, und dann hat er auch hier beim Brustbein noch irgendwie so ein Drachen-Schlangen-ähnlichen Kopf. Ich habe echt Angst. Und dann hier dieses Buch. Right here. Ich bin auf Seite 123. Ich will, dass dieses Buch nie endet. Ich liebe dieses Buch. Ich habe in der Love Next-Reihe schon die Chats zwischen Jaehyung und Ella geliebt. Also wenn sie per Handy miteinander geschrieben haben. Ich habe da schon gesagt, dass ich auch ein Buch von Anne Petzold lesen würde, in dem es nur Chats gibt. Jules und Lucy schreiben auch per Textnachricht und ich liebe es, wenn sie miteinander Person gegenüber reden. Aber auch wenn sie miteinander schreiben, ich liebe es einfach so sehr. Ich bin erst auf Seite 123, aber dieses Buch, es gibt mir schon wieder dieses Gefühl. Und ich liebe es. Also eben dieses ganze Eiskunstlaufen ist so, so unglaublich genial. Und einfach Lucy als Charakter, ich liebe sie. Ich liebe sie. Und Jules, ne? Woher kriege ich so einen? Jedes Mal, wenn Jules irgendetwas tut oder sagt, ich sitze da und mein Herz schmilzt. Und auch Mika, er ist so süß. Er ist so süß. Einfach so die Atmosphäre in diesem Buch. Und ich weiß nicht, wie Anne Petzold das hinkriegt, aber ich fühle mich einfach so wohl in diesem Buch und ich will nicht, dass es jemals endet. Und ich rast auch wieder aus mit meinem Leuchtstift.
da werden noch so viele, so süße Szenen kommen. Und jetzt ist, glaube ich, irgendwie 11:45 oder so. 11:55. Und ich gehe jetzt schlafen, obwohl ich weiterlesen kann. Aber ich will halt nicht, dass es vorbei ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen. Es ist, glaube ich, irgendwie 11:45 mittags oder so. Und ich bin gerade auf Seite 184 und gerade die Zeit am Ausrasten. Falls ihr nichts von diesem Buch hören wollt, dann stummt kurz für die Zeit, in der ihr das hier seht, weil ich lese jetzt gerade eine Szene vor, die mich jetzt zum Ausrasten gebracht hat. Also, ab jetzt lese ich was vor. Falls ihr das nicht wissen wollt, dann macht stumm, solange ihr noch das Buch seht. Was ist das für ein Song? Fragte ich, nachdem es zum 5. Mal den gleichen Chorus begonnen hatte. Das Summen verstummte abrupt. Asa zog die Stirn krass, als versuchte sie sich selbst daran zu erinnern, woher die Melodie kam. Ich glaube, es ist von einer K-Pop-Band. NXT? Mein Bruder ist ziemlich verliebt in sie und wir haben dünne Wände zu Hause. Ich bin seinem Musikgeschmack hilflos ausgesetzt. Okay. Das haut sie einfach mal so nebenbei raus. Ist okay. Ich liebe dieses Buch so sehr. Und ich bin bald in der Hälfte und ich bin... Okay, bald ist übertrieben. In 60 Seiten bin ich in der Hälfte und ich will nicht. Ich bin auf Seite 222. Und ich habe gerade eine Szene gelesen. Ich finde das so witzig. Weil das ist 1:1 wie bei meinen Eltern, als sie sich kennengelernt haben. Ich sage jetzt nicht zu viel, außer dass sie in der Eishalle sind. Und ja, die Szenerie bei meinen Eltern war so, meine Mutter wollte meinem Vater Schlittschuhlaufen beibringen und er hat ihr nicht gesagt, dass er Eishockeyspieler ist. Es ist einfach wirklich fast 1:1 wie bei meinen Eltern, als sie sich kennengelernt haben und ich lieb's. Und Jules und Lucy sind einfach, die zwei sind einfach Zucker. Ich liebe diese Szene gerade sehr. Es gibt ja einen Shipnamen von Jules und Lucy und das ist Juicy. Und dieser Shipname ist in dem Instagram-Livestream entstanden, in dem Anne Petzold zum allerersten Mal das Cover gezeigt hat. Ratet mal, welcher Shipname im Buch erwähnt wird. Juicy, der Shipname Juicy, wird einfach knallhart im Buch verwendet. Und ich bin so genial. Es ist 2 Uhr morgens und ich habe gerade Right Here beendet. Unnötig zu sagen, dass ich dieses Buch geliebt habe, oder? Das ist so ein Buch, das ist ein einziges Wohlfühlbuch. Und es ist einfach so wunderschön und süß und romantisch und einfach, ich liebe dieses Buch. Also Lucy habe ich einfach vom ersten Moment an in mein Herz geschlossen und ihre Entwicklung, auch was ich aus ihrer Entwicklung mitgenommen habe, das ist einfach so schön und irgendwie schon traurig, aber auch wunderschön und einfach toll und ich liebe Lucy. Und Jules, also er hat so seine unbeholfenen Momente, dann seine schüchternen Momente, dann charmant, witzig, spielerisch. Manchmal saß ich, wie ich da und habe gedacht, Jules, ich liebe dich schon. Du musst nicht noch mehr machen. Und Jules und Lucy sind einfach so dermaßen süß zusammen. Anne Petzold kann einfach so gut Dialoge schreiben. Ich liebe die Dialoge in ihren Büchern und ihre Charaktere. Und auch Mika. Mika ist einfach ein Stück Zucker. Ich liebe diesen kleinen Kerl. Und auch Hannah und Asa sind so toll. Und was ich in diesem Buch auch wieder geliebt habe, sind die Freundschaften. Also die Freundschaft zwischen Hannah, Asa und Lucy. Wie die sich entwickelt hat und wie sie einfach füreinander da sind und ich lieb's. Und auch wie sich so die Beziehung zwischen Lucy und Jules eigentlich sehr zaghaft und langsam entwickelt hat. Ich lieb's. Das ist einfach so ein Wohlfühlbuch. Also falls ihr einfach mal so ein wunderschönes, süßes Wohlfühlbuch mit Tiefgang lesen wollt, lest Right Here von Anne Petzold. Und ich weiß nicht mehr, ob ich das gesagt habe. Ich glaube nicht, aber dieses Buch hat Triggerwarnungen. Und ich schreibe diese Triggerwarnungen unten in die Infobox, falls ihr sie durchlesen wollt. Und ich freue mich so
auf den zweiten Teil. Beim zweiten Teil geht es um Aaron und den hat man auch schon kennengelernt und man hat auch schon so die Basis zu seiner Situation im zweiten Teil live miterlebt und ich bin so gespannt auf Aaron. Und ja, da jetzt 2 Uhr morgens ist, werde ich glaube ich mal schlafen gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen. Guten Nachmittag, es ist 2:30. Ich habe heute Morgen den Spread zu Right Here von Anne Petzold gemacht und dann habe ich die Benachrichtigung bekommen, dass ich ein gewisses Buch abholen kann und zwar Moving Mountains von Tommy Fischer und jetzt habe ich das Problem. Ich habe so Bock auf Sweet Enemy und ich habe so Bock auf Moving Mountains. Was lese ich jetzt? Weil ich habe auf Instagram ein Reel gesehen mit so einer Ästhetik zu Sweet Enemy. Ich wusste nicht, dass er Eishockeyspieler ist. Weil, also ich nehme an, er ist Eishockeyspieler. Ich habe den Klappentext immer noch nicht gelesen. Er ist Eishockeyspieler. Falls ihr es noch nicht wisst, ich habe eine Schwäche für Eishockey-Bücher. Und ab neuestem auch für Eiskunstlaufbücher. Aber hier drin ist Hansa Werner. Jetzt ist die Frage, welches Buch lese ich zuerst? Ich glaube, ich lese zuerst Moving Mountains. Das hat nicht sehr überzeugt geklungen. Aber doch, ich glaube, ich lese zuerst Moving Mountains, weil ich kann es kaum erwarten. Und ich sehe gerade, dass Moving Mountains Triggerwarnungen hat und ich schreibe die auch wieder unten in die Infobox. Und auch hier einfach im Hinterkopf behalten, dass die Triggerwarnungen für das ganze Buch spoilern. Aber falls ihr sie euch durchlesen wollt, sie stehen unten in den Kommentaren, in der Infobox. Und dann ist noch ein Päckchen angekommen und zwar ist das, glaube ich, die Bücherbüchse Special Edition zu Belial. Da gab es ja eine Box eigentlich. Also was heißt eigentlich? Es gab eine Box. Da gab es, glaube ich, aber mit einem Item ein Problem und sie mussten das Buch zuerst verschicken. Die Box wird dann nachgeliefert, sobald sie das Item haben. Ich musste diese Box bestellen, weil guckt euch diesen Buchschnitt an. Von Belial kann man einfach nie genug haben. Ne? Und ja, bevor ich jetzt mit Moving Mountains anfange, muss ich kurz mein Zimmer aufräumen. Dann werde ich Moving Mountains vorbereiten, damit ich es lesen kann. Ja, ich habe jetzt einfach noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor ich anfange zu lesen. Es ist Sonntag, glaube ich, 2:15 oder so. Und ich habe Moving Mountains angefangen und ich bin auf Seite 140, glaube ich. Ja, und eigentlich muss ich noch was anderes erledigen, das ich wirklich heute erledigen muss. Und eigentlich hätte ich das schon vor 60 Seiten machen sollen. Aber ich kann nicht aufhören. Auch jetzt will ich ja, ich will echt nicht aufhören. Ich will einfach nur weiterlesen, aber ich muss jetzt kurz die andere Sache machen. Also, falls man es noch nicht herausinterpretieren konnte, ich liebe dieses Buch. Also, ich liebe Savannah eigentlich schon, seit man sie kennengelernt hat. Ich glaube, man hat sie in Band 1 schon kennengelernt, oder? Also, schon seit Band 1 liebe ich Savannah und als bekannt gegeben wurde, dass sie ihre eigene Geschichte kriegt. Ich wusste, dass sie eine Protagonistin sein wird, bei der ich sehr oft da sitzen werde und denke, ja, das kenne ich. Und es ist wirklich so, ich sitze so oft da und denke mir, Savannah, du glaubst nicht, wie sehr es mir hilft, zu wissen, dass ich mit diesen Dingen nicht alleine bin. Also, ich liebe Savannah. Und Max? Bisher war immer Mitchell mein Nummer 1 Fletcher Boy. Also nicht, dass ich Creed und Chess nicht lieben würde. Ich liebe Creed und Chess, aber irgendwie, ich weiß nicht, Mitchell ist einfach auf Platz 1. Ja, Mitchell. Du kriegst hier gerade sehr große Konkurrenz. Max ist so ein Typ. Ich weiß gar nicht, wie ich Max beschreiben soll, weil er ist einfach so, ich habe mich schockverliebt. Er ist ja der kleine Bruder von Chess. Und ich weiß gar nicht, hat man Max in den vorherigen Teilen schon mal so richtig kennengelernt? Also so richtig getroffen und nicht nur über ihn geredet? Aber ich weiß, dass er in den vorherigen Teilen schon erwähnt wurde und ich habe mich so drauf gefreut. Und als bekannt gegeben worden ist, dass Savannah und er ein Buch zusammenkriegen. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich das brauche. Jetzt wurde mir bewiesen, dass ich das brauche, weil Savannah und Max zusammen sind einfach, sie sind so unfassbar süß. So unfassbar süß. Und was ich auch an der ganzen Fletcherei einfach so liebe, ist die ganze Truppe.
Also jedes Mal, wenn die Charaktere aus den vorherigen Teilen vorkommen, es fühlt sich einfach wie nach Hause kommen an, weil ich liebe die Truppe. Ich lieb jeden Einzelnen. Und nächstes Jahr kommt ja der fünfte Teil, der fünfte und letzte Teil raus. Und da geht es ja um Summer und Brigham. Das ist auch so eine Konstellation. Ich wusste nicht, dass ich sie brauche, bis Tammy Fischer veröffentlicht hat, dass es geben wird. Und ich liebe Summer, ich liebe Brigham und ich freue mich so dermaßen. So dermaßen auf den fünften Teil, weil sie hat auch gesagt, das ist ihre erste Enemies to Lovers Geschichte und ja, also ja, ich kriege jedes Mal einen Fangirl-Anfall, wenn irgendjemand aus der Truppe vorkommt und auch einfach der Schreibstil von Tammy Fischer ist wieder so flüssig und locker und schön und einfach das ganze Fletcher-Universum ist so dermaßen genial. Und ja, eigentlich will ich jetzt nicht aufhören, aber ich muss jetzt noch was anderes machen und dann werde ich weiterlesen, weil aus offensichtlichen Gründen. Hallo. Es ist 11:30 Uhr abends und ich gehe jetzt schlafen, weil meine Ferien sind vorbei und ich muss morgen wieder arbeiten gehen. Und ich bin auf Seite 248 in Moving Mountains und ich liebe dieses Buch mit jeder Seite immer wie mehr. Und mehr, und mehr, und mehr. Also Savannah ist wirklich ein Charakter. Ich liebe sie einfach durchgehend. Also es gibt Momente, da sitze ich da und denke mir so, ja, ich kenne die Situation. Und dann gibt es Momente, da sitze ich da und bin einfach nur stolz auf sie, weil sie halt über ihren Schatten gesprungen ist. Und dann gibt es Momente, da sitze ich da und fange an zu quietschen, weil es einfach so süß ist. Also ich liebe Savannah und auch ihre Bücherliebe. Es gibt Szenen in diesem Buch, wenn sie darüber redet, dass sie ein Buch liest oder dass sie eine Reihe durchsuchten muss oder dass sie einfach eine ganze Woche lang einfach nur da sitzen will und lesen und ich sitze da und denke mir so, ja. Und es kann sein, dass ich vorher kurz durchs Buch durchgeblättert habe und gesehen habe, dass sie ihre Regale nach Farben sortiert hat. Und dass sie Max erklärt, was so Bücher sind und ich liebe Savannah. Und Max, auf der einen Seite ist er so selbstbewusst und flirtet gerne und ja, bringt Savannah dazu, dass sie rot wird. Und auf der anderen Seite hat er auch einfach so seine unsicheren Momente, weil er, ich weiß gar nicht, ob das ein Spoiler ist, aber er ist mit sich selbst nicht so wirklich im Reinen und ich rede jetzt einfach nicht weiter, weil ich weiß nicht, ob das Spoiler sind. Ich liebe diesen Typen. Und auch wie Max und Savannah so zusammen sind, mein Herz schmilzt jedes Mal. Und was ich an diesem Buch auch liebe, sind die Freundschaften. Also so die Freundschaft zwischen Summer, Savannah und Ella. Aber auch so die ganze Gruppendynamik. Und was ich auch noch liebe, ist so die Bruderschaft, sagt man das so, zwischen Max und Chaz. Und Creed gehört auch dazu. Also sie sagen auch im Buch, Creed ist ein Bruder von ihnen, auch wenn er nicht blutsverwandt ist. Er ist ein Bruder von Chaz und Max. Und einfach so diese, ja, ich nenne es jetzt einfach Bruderschaft. Einfach so diese Verbindung zwischen den dreien ist einfach so schön. Und ich liebe dieses Buch, weil es ist einfach so süß und so schön und ich will jetzt campen gehen. Und ich werde morgen weiterlesen, aber ich werde den Vlog jetzt beenden, weil das ist ein einwöchiger Vlog. Das war das Video. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr irgendeines von diesen Büchern, die ich jetzt in diesem Video gezeigt habe, schon gelesen habt. Oder ob ihr es noch lesen wollt oder irgendwas. Und ich hoffe, jedes Mal euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Keine Ahnung, wann das ist. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!